Oder ey, Alter, Sek, was machst du schon wieder? 1000 Chicken McNuggets, Digga. Welcher Mensch macht das? Keiner. Keiner, Bruder. Bei McDonald's für die Bestellung, bitte. 1000 Chicken McNuggets. Oh mein Gott. Yo, 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 meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf SKK. Und ihr habt schon im Titel gesehen, Leute. Ehrlich gesagt wusste ich, dass dieser Tag bald kommen wird. Und zwar, meine Freunde, heute bestelle ich für 200 Euro Chicken McNuggets, Digga. Einmal bitte Fettenapplaus. Dankeschön. Für 200 Euro Chicken McNuggets, Leute. Das werden nach meinen Berechnungen ca. 1000 Stück sein. Also exakt 1000 Stück, weil pro Packung 4 Euro sind 20 Stück drin. Und das dann hochgerechnet. Ja, 1000 Stück auf jeden Fall, meine Freunde. Ich muss an der Stelle auch mal ganz kurz klarstellen, Leute. Ich bin ein riesen Chicken McNuggets Fan, Leute. Ich liebe diesen Shit einfach, Leute. Und alle, die das genauso sehen und auch Chicken McNuggets lieben, einfach mal jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Ich warte. Das ist cool, oder? Und habe ich schon Daumen nach oben da gelassen? Immer noch nicht? Okay, dann warte ich. Das ist richtig geil, Alter. Ich gebe das mal an. Aber jetzt ist der Daumen aber oben, oder? Alles klar, perfekt, Leute. Also, ihr wisst Bescheid, Leute, für 200 Euro Chicken McNuggets, Leute. 1000 Stück. 1000 Chicken McNuggets, Digga. Wie krass ist das, Digga? Wie krass ist das? So ein krasses Shit, Leute, gibt's nur auf SKK. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich werde das Ganze wieder hier machen bei unserem McDonald's hier in Minden, Leute. Sehr, sehr gute Leute, die kennen uns ja mittlerweile. Weil, Leute, wie oft haben wir schon da Videos gedreht, Alter? Wirklich sehr, sehr stabile Leute. Einmal Props an McDonald's Minden, dass ihr uns da immer drehen lässt. Und vor allem guten Service. Ich weiß, wir machen euch das Leben immer zur Hölle. Aber heute ist wieder so ein Tag, wo ich euch leider ein bisschen quälen muss. Leute, ich will nicht viel fackeln. Direkt, let's go. Jetzt hole ich auf jeden Fall erstmal Ali ab, meine Freunde. Und dann kann die ganze Party auch schon losgehen. Hier Brillen zu verkaufen. eBay, 2 Euro Angebot. Seht ihr das, Leute? Da, seht ihr das? Ich habe einen Riss in der Scheibe, Digga. Ich habe richtig Kacke gebohrt, Mann. Fuck. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. So, die Jungs sind auf jeden Fall abgeholt. Ali ist am Start. Hat mir die Jacke nachgekauft. Hey, warte. Nicht so. Cool. Okay, stand, ich habe den Tipp von Ali, Leute. Ich hab, auf jeden Fall, meine Freunde, wir haben auf jeden Fall auch Besuch aus Frankfurt. Einmal Snipe und Tonino, Leute. Checkt auf jeden Fall ab. Die machen wirklich sehr, sehr gute Sachen. Link in der Beschreibung. Ey, habt ihr Bock auf Nuggets, Digga? Oder ich hab schon gehört, du hast irgendeine verrückte Idee wieder. Ali, was sagst du, Nuggets? Oder ich bin so ready, ne? Das glaubst du, wir hatten bis jetzt 100 Big Macs. Wir hatten alles kaufen bei KFC. Bruder, heute sind einfach 1000. Bruder, lass das mal auf deine Zunge zergehen. 1000 Nuggets, Digga. 1000 Chicken mit Nuggets. Bruder, ich Mac Nuggets, sorry. Hallo, habt den Respekt bitte, Bruder. Ja? Ihr wisst, Leute, auf SKK macht man auf jeden Fall keine halben Sachen. 1000 McNuggets, Leute, ihr wisst Bescheid. Und jetzt geht's ab zu Mc's. Let's go. Angekommen bei McDonald's. Ey, geh drive, Bruder. Wir gehen drive. Ja, Digga. Ja, du wirst uns bestimmt jetzt nicht ernst nehmen, Digga. Safe nicht. Safe nicht. Du würdest sagen, ja, was? Fahr dir mal bitte vor. 1000! Wie viel sind 1000 umgerechnet? Guck mal, eine Packung sind 20 Stück drin. Das heißt, 5 Packungen. Mach 200 Euro geteilt durch 4. Schnell. 50. Achso, oh, 50 Packungen. Also sag ich einfach. Bruder, Walla, wo sollen wir die jetzt hinpacken, Bruder? Ja, das ist doch nicht so groß. Eine ist doch vielleicht so. 50. Okay, Bruder. Doch, das ist echt groß. Kofferraum. Meinst du? Safe, Bruder. Stimmt, das ist echt riesig, ne? 50, Bruder, ey, Alter, Sek, was machst du schon wieder? Digga, 1000 Chicken mit Nuggets. Bruder, sei mir ehrlich, welcher dumme Mensch, Bruder, kommt auf eine Idee wie Seko und sagt, 1000 Chicken McNuggets, Digga. Welcher Mensch macht das? Ja. Welcher Mensch? Keiner, Bruder. Eigentlich müsste man wirklich mit McDonald's mal kooperieren, ne? So oft wie wir da bestellen, Digga. McDonald's, meldet euch bei uns. Wir kooperieren mit euch. Auf Liebe sogar. Ich höre mit Liebe. Ich schwöre, müssen wir echt mal klar machen. Leute, bombardiert mal McDonald's voll, Digga. Bombardiert die einfach mal voll. Bei Instagram, schreibt Hashtag SKK Army. Alles voll machen, Digga. Hier ist die Insta-Seite oder da, wo ihr es hinschreiben sollt. Ballert die Kommentare einfach voll. Digga. Stell jetzt, Digga, komm. Okay. Boah, ich bin so gespannt, was sie sagt, ne? Kleinen Moment bitte. Trotz nicht direkt zu gehen, die weiß nicht. Jo, die hat Kennzeichen gesehen, die holt jetzt gerade anderen und so. Ey, bitte mach du das. Sie macht du das, ich muss auf Toilette und so. Ich streite dich gerade, wer nimmt die Bestellung von uns an? Boah, ich glaube, die verfluchen uns. Wir sind hier bekannt, ich schwöre. Die verfluchen uns. Was haben wir bei McDonald's für die Bestellung, bitte? 1000 Chicken McNuggets. 1000. Kein Problem, ich gebe 2000. Nein, 1000, ehrlich. Der nimmt uns nicht ernst. Hallo? Hi. Oh, hallo. Chicken Burger? Nein, nicht Chicken Burger. Welche Sauce? Soße. Süß-sauer, oder? Chili und süß-sauer. Süß-sauer, machst du richtig viel einfach rein. Außerdem. Das wär's.
Ja, meine Ja. Weißt du, was das Geile ist, Ali? Hm. Die fragen außerdem. Das ist es, ne? Ware ist bestellt. 1000 Nuggets, Digga. Aber Bruder, was hast du vor mit 1000 Nuggets? Wer soll das essen? Wir! Das Ding ist, Mann, wo sind die Jungs, Digga, Mann? Das Ding ist, die meisten von den Jungs sind noch am Schlafen, Digga. Wie spät haben wir es? 5 Uhr, Digga. 14 Uhr, Alter. Jungs, steht auf, Digga. Raus aus den Federn. Mittlerweile ist es bei uns immer so lange im Büro bis 5, 6 Uhr morgens, vielleicht sogar 7 Uhr morgens. Immer am Hustlen. Ne, immer am Arbeiten, Leute, ihr wisst Bescheid. Oder bei so einer Bestellung, sei mir ehrlich, so, du bist neuer Mitarbeiter und so, ne? So, ey, ich fange mal bei Mc's an, auf einmal kommt SKK und der weiß von nichts. Auf einmal, Bruder, deine Schichtleiterin kommt, ja, mach mal 1000 Chicken Nuggets klar. Cousin, ja, der kommt ja nicht mal mit 20 klar, wie soll er mit 1000 klar? 1000. Bruder, ich schwör auf alles 1000. Bruder, zähl das mal. Du brauchst 5-6 Minuten, weißt du, ich meine? Ich mal unsere Kommentare, die Leute betiteln schon als schwerbehindert. Ja. Ich schwör's dir, Bruder. SKK Lifestyle. SKK Lifestyle, Digga. Einfach alles bestellen. Hallo. Leute, 200 Euro. 200, Digga. Hallo? Digga. Ja. Hallo? Ja. Hallo? Ja, 200 Euro? 1000 McNuggets? Ja, das kriegen wir hin. Alles klar. Machen wir. Ja, alles gut. Machen wir. Schmeck. Vorbei, Digga. Hallo? Hallo? Digga. Masha'Allah. 1000 Chicken McNuggets. Oh shit. Digga, das wird so voll, Junge. Bruder, nimm. Boah. Auf, Bruder. Digga. Man denkt nicht, das ist alles, ne? Das ist, glaube ich, ein Viertel, glaube ich. Weißt du, wie viele hier drin sind, Bruder? Ja, das ist normal, Bruder. Guck mal, Jungs, das sind nur die Soßen. Was? Guck mal, das sind nur die Soßen. McDonald's mit den besten Leuten. Oh, tschüss. Ey, Jungs, da kommt doch mal. Ciao. Alter, hier sind aber nur Soßen drin. 1000 Chicken McNuggets, Digga. Wie krank ist das einfach? Jetzt geht's auf jeden Fall ins Büro, Leute. Und dann wird gegessen, Digga. Let's go. Oh mein Gott. Digga, boah. Guck mal, wie viel das ist. Guck mal, wie viel das ist. Bruder, das ist krank. Das ist echt krass, 20, Bruder. Boah. Überall Chicken. Ich werde heute Albträume kriegen. Meinst du? Weißt du, was heute passiert? Ich glaube, so wie ein Chicken Nugget mir hinterherläuft, so. Mit Ketchup-Soße, mit dieser Soße hier. Mhm. Ali. Ali, ich bring dich um. Wir versuchen das jetzt zu essen, Digga. Ich gebe mein Bestes, Digga. Alleine diese Soßen, Digga. Junge, wie viele Soßen sind das? Yo. Hunger. Oh mein Gott, Digga. Hunger. Was ist das denn? Hunger. Erstmal die Kalorien ausrechnen. Okay. So. Einer hat 890 Kalorien, meine Freunde. Erstmal machen wir unseren Rechner aus. Kalorien. 893 Kalorien. Mal, wir haben 50 Packung, mal 50. Also, oh mein Gott. 44.650. Bruder, das heißt, wenn du einmal alles essen würdest, ne, du würdest Big Show sein Vater sein. Boah, das ist krass. Also, Ali? Ja. Let's go, oder? Jo! Let's go. Erstmal suchen wir uns die perfekte Soße aus. Guck mal, du musst immer Step für Step gehen. Guck mal, Leute, es wäre wichtig, ihr müsst Chicken McNuggets immer mit süß-sauer essen. Das ist ganz wichtig. Mir, Leute, Chili scharf. Bruder, hör mal auf, Digga. Guck mal, die haben uns so viel Soße für umsonst gegeben. Wie korrekt ist das, Bruder? Ey, das war eine ganze Tüte. Damit kann ich meine ganze Familie und deren Familien, deren noch Familien, deren Familien noch ernähren. Bruder, ich will jetzt ehrlich mal einen Test machen, ne? Wir haben 50 Packungen bestellt, ne? Ja. Also insgesamt 1000 Stück. Denkst du wirklich, die haben wirklich schon eine 20 gepackt? Das muss ich jetzt nachzählen, Bruder. Das interessiert mich gerade. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20. Ja. Digga, die haben genau wirklich 1000. Also ja. Ich hab gerade 1000 Nuggets. Irgendeine x-beliebige Box rausgesucht. Wollen wir uns nicht erst ein Stößchen geben? Ein Stößchen auf die Nüsschen, Digga. Okay, Stößchen, mein Junge. Auf dich, Digga. Geschmackstest auf jeden Fall bestanden. Mhm. Ich sehe schon die Kommentare kommen. Wie könnt ihr so viel Essen verschwenden? Du fette Schwein! Warum verschwendet ihr so viel Essen? Leute, chill. So viel. Wir werden schon dafür sorgen, dass es alles aufgegessen wird, Leute. Wir gehen gleich auch raus, wir verschenken einfach ein paar Sachen. Ich hab eine Großfamilie, mein Vater ist hungrig. Das Ding ist, heute Samstag, Stadt ist voll, Digga. Junge, Leute, wir verschenken. Entschuldigung! Weißt du, Chicken McNuggets? Bruder, unsere Nachbarn haben auch Hunger. Boah, Bruder, weißt du, was mich gerade tötet? Ich habe gar nicht gefrühstückt. Und dann direkt Chicken McNuggets. Boah, Bruder, das tötet mich gerade heftig. Aber, Bruder, ganz ehrlich, von einer bin ich schon satt. Ich schwöre, nicht mal eine. Nicht mal eine. Ich frage mich ehrlich, was machen wir immer, Digga? Ich schwöre, guck mal, ne, das Ding ist, ich realisiere das immer erst, wenn ich sehe. Also wenn ich es dann habe, so, verstehst du, dann denk ich mir, Alter, kennst du das so, dass du so, deine Augen haben immer mehr Hunger als der Magen, Digga? Sagst immer, ey, ich möchte 3-4 Teller essen, Baba, und am Ende isst du nur einen halben, Digga. Ich bin satt. Ich auch. Ich habe 3 Nuggets gegessen. Oder 4. Unbedingt. Es wird unbedingt eine Monopoly-Edition in unserer Dings, Digga. So unsere Edition. Eine SKK oder hat so auch Minden oder so. Das heißt, wir lieben dieses Spiel. Wenn es SKK im Monopoly irgendwann geben sollte, bin ich die Schlossstraße, weißt du? Naja, Junge, du bist Dings, Digga. Du bist Plattenbauten. Chill mal. Wow.
Da waren es nur noch 49. Ich finde das auch immer voll lustig, wie die Reaktionen anderer Menschen sind, wenn die sowas sehen, ne? Jo. Ich schwöre, wenn ich meinem Vater das jetzt zeigen würde, Bruder, der würde sich wieder Matsche lachen. Was hat euch dazu getrieben, Digga, dass ihr 1000 Chicken McNuggets kauft? Zico? Ja? Bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, ja. Bist du satt? So gut wie hier. Und seid ihr satt? Wir geben uns mal irgendwo auf die Streets, versuchen die mal irgendwo loszuwerden, Digga. Ein paar Leute glücklich zu machen, Bruder, ist auf jeden Fall jetzt nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ich brauch schon Papier in meinem Cola, Digga. Welcher Idiot, Digga, hat mit Papier die Strohhalme da reingemacht? Du, ne? Du hast das. Saved. Ja, na gut, ich war's. Danke, schön, dass du es zugibst, mein Freund. Ja, weil das ist der letzte, den ich heute anfasse. Ja, allgemein, du bist echt voll der Schwächling bei sowas, ne? Bruder, ich kann nicht viel essen. Ich bin fett, Bruder, aber ich kann nicht viel essen. Letztes Stößchen. Ich stöße mit dir an, Bruder, aber ich kann nicht mehr. Ich stöße auf die Höschen. Der Truthahn ist real, glaub mir, wir essen alles. Und? Ja, ich bin satt, Bruder. Ali, dann würde ich sagen, Digga, pack das in die Tüten, wir gehen verschenken. Auf jeden Fall, meine Freunde, das war das Video für 200 Euro Chicken McNuggets kaufen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, Leute. 1000 Chicken McNuggets, Digga, wo gab's das schon mal? Nirgendwo, Digga. Auf jeden Fall, Leute, schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Glocke aktivieren, abonniert kostenlos. Und wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Digga, du hast wirklich alles heute hochgenommen mit deinem Chicken McNuggets.